Ja, für mich war es zu Beginn eine typische Erstrundenpartie. Ich denke, wir waren sicher nicht schlechter wie Wolfurt auch zu Beginn. Wir sind 2-0 in Rückstand geraten, haben aber selber Chancen gehabt, um die Tore zu machen, haben sie nicht gemacht. Es war relativ wenig Tempo im Spiel, es waren viele Unterbrechungen. Es war eine typische Erstrundenpartie, wie das ist am Anfang. Und dort haben wir, ich sag, ein Knackpunkt war hier, dass wir es 2-1 vor der Halbzeit gemacht haben, dass die Mannschaft auch zu 100% wieder daran geglaubt hat, dass wir das umdrehen können. Ich habe immer daran geglaubt. Und ja, den würde ich sagen, den haben wir einfach ja, zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und haben schlussendlich 5-2 gewonnen und ich bin natürlich stolz auf die Mannschaft. Es ist natürlich nicht einfach, wie gesagt, die erste Partie, dann bist du 2-0 hinter, dann hirnerst du, was kannst du ändern, was kannst du tun und dann sind wir in der Halbzeit zusammengerückt und haben gesehen, das drehen wir schaffen das alle zusammen und dann hat die Mannschaft das umgesetzt. Ich kann mir natürlich nicht einen schöneren Einstand wünschen, als der Sieg heute, das ist keine Frage. Ja, hier erwarten wir natürlich in Bregenz, dass wir gleich spielen wie heute oder probieren gleich zum Auftreten wie heute. Es muss egal sein, ob wir auswärts oder zu Hause spielen, aber es ist natürlich wieder ein anderes Match, es ist eine andere Hausnummer. Bregenz ist sicher der Favorit daheim. Die hat natürlich einen Mordskader mit einigen Neuzugängen und wir haben immer noch zwei, drei Urlauber und die, was nicht dabei sie wären. Und wir müssen einfach Schritt für Schritt denken und wir werden uns eine Taktik zurechtlegen und werden probieren, auch in Bregenz natürlich die nötigen Punkte zu holen. Also ich muss sagen, ich habe relativ intensiv trainiert, die ersten zwei Wochen der Vorbereitung. Ja. Es war einfach ein Kennenlernen, vier Wochen sind sehr, sehr eine kurze Zeit. Es muss sich viele Skispieler, obwohl wir heute gewonnen haben, es sind die Abläufe noch nicht so dienen, natürlich alle, wie man das gern hätte und die Mannschaft muss das zuerst verstehen lernen. Ich muss auch die Mannschaft noch einmal besser kennenlernen. Die Vorbereitung selber, sage ich jetzt einmal, die Trainings war ich schwer zufrieden. In den Spielen gibt es sicher jetzt hier noch, sage ich jetzt einmal, Luft nach oben gehen. Aber wie man so schön sieht, die Vorbereitung ist eine Vorbereitung und die Spieler haben heute gesagt, zu was sie fähig sind und das zählt für mich. Ja gut, es ist mir eigentlich nach der ersten Runde egal, welcher Tabellenplatz das wir belegen. Für mich ist ganz klar wichtig, wenn wir uns weiterentwickeln, unser Spiel verinnerlichen, die Leidenschaft auf den Platz bringen, alle einen Teamgeist entwickeln und zusammenheben, dann werden wir von Spiel zu Spiel schauen. Und dort schauen wir dann am Ende, was rauskommt, aber unser Ziel wird sich nicht ändern, dass wir hier den Mittelfeldplatz anstreben. Weil wir müssen einfach am Boden bleiben, wir sind sicher begrenzt in gewissen Mitteln, aber wir bauen einige Spieler, einige Eigenbauspieler ein und das soll auch unser Ziel sein und es wird auch weitergehen so und nichts anderes.